Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt, ich wollte mal ein bisschen rumquatschen mit Leuten und man kann hier noch mit Heron und danach auch mit Meister Wade sprechen. Willkommen zurück. Sucht ihr eine gute Rüstung? Ja, ich möchte mal hier, ne? Ihr seid wohl nicht von hier. Wade ist vermutlich der genialste Rüstungsschmied in ganz Ferelden. Das stimmt nicht, Heron. Die besten Rüstungen fertigen die Zwerge von Orsama an. Die rostanfälligen Dosen, die ich wegen euch herstellen muss, sind im Vergleich dazu wertlos. Ihr gebt mir nie die Zeit oder das Material, etwas Besonderes anzufertigen. Kunden erwarten ihre Rüstung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums, nicht nach mehreren Jahren wie beim letzten Mal. Das ist einmal passiert. Ein einziges Mal. Und ihr reitet ewig darauf herum. Ja, okay, ich habe eben gerade nicht den Text mitgesprochen. Es tut mir leid. Also ich hatte ihn gefragt, was er mir über Wade erzählen kann. So, wer ist denn hier, wer hat denn hier das Sagen? Ich? Wade ist zwar der Besitzer des Ladens, aber ohne die Unterstützung eines Experten und, nun ja, einige Denkanstöße, sagen wir einfach, dass sich der Laden deutlich entwickelt hat, dank unserer Partnerschaft. Aber ich vermisse die gute alte Zeit. Damals konnte ich mir noch die Zeit nehmen, um wirkliche Qualität herzustellen. Oh, ihr könnt sie jederzeit wieder haben, ebenso wie den Haferbrei, den ihr so mochtet. Nein, nein. Tut mir leid, Aaron. Besucht uns wieder. Ja, die zwei sind ja ein nettes Paar, ne? Ich finde das so super. Aber den Haferbrei könnt ihr auch gerne wieder essen. Ach nö. Kann ich gar nicht verstehen. Was hat er gegen Haferbrei? Ich traue mich nie, diese Truhe zu knacken übrigens. Ich denke dann immer, dann werde ich angegriffen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Aber ich rede jetzt erstmal mit Meister Wade. Heron, die blöden Kunden nerven mich schon wieder. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Verzeiht, verzeiht. Wade ist ein Genie. Seine Arbeit wird euch erstaunen. Aber er führt keine Kundengespräche. Wenn ihr etwas braucht, sprecht bitte mich an. Und sagt ihm, er soll mir auch nicht über die Schulter schauen. Ich muss nachdenken, verdammt noch mal. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, wir können mit Wade im Augenblick nicht richtig reden. Ich glaube, man konnte mit ihm später Manchmal kann noch ich es kaum glauben, dass ihr trotz sprechen. eurer Jugend schon so viel durchgemacht habt. Ich sehe wohl jünger aus, als ich bin. Ja, das mag sein. Als ich in eurem Alter war, war ich kurz davor, meinen ersten Schüler auszubilden. Rückblickend hätte ich wohl noch einige Jahre warten sollen. Ich war arrogant, mein Selbstvertrauen angepeitscht durch meine Jugend. Das ist kaum vorstellbar, wenn man euch heute kennt. Oh, es hat 2 Jahrzehnte gedauert, bis ich milder wurde. Aber glaubt mir, davor war ich ziemlich reizbar. Dann seid ihr wie guter Wein, der mit der Zeit sanfter wird? Der Vergleich ist durchaus treffend, aber beim Erbauer, ich werde nur ungern mit Wein verglichen oder mit Käse. Vor allem mit Käse. Ist klar. Genauso wird es geschehen. Aber Win ist einem guten Tropfen Wein nicht abgeneigt. Das, okay. Ja, ich überlege, ob wir vielleicht mal für eine Weile Denerim den Rücken kehren. Wir haben ja hier schon wirklich viele Sachen erledigt. Aber, ach ja, So gibt es es ist nur halt auch einen schön, mal Gott, wieder draußen er ist unterwegs zu unser sein. Erbauer. Deswegen Diejenigen, die ihre Liebe habe ich mir verlieren, überlegt, dass wir werden sie uns vielleicht jetzt doch mal In Ordnung. um eine Sache kümmern. Also erstmal gehen wir mal ins Lager. Ich denke mal, es könnten Gespräche nötig sein. Nötig und möglich. Manchmal kommen ja Gespräche kaum, dass man das Lager betritt. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch so sein wird. Okay, jetzt mal nicht. Also manchmal wird man ja schon dann direkt, ne? So, ich weiß auch nicht, wieso hier die ganze Zeit der Questpfeil über Bodan schwebt. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohrringen oder einem Käsemesser? Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die Ein mein Sohn und ich gesammelt Käsemesser. haben. Und an eurem Rabatt natürlich.
Ja, wir könnten mal gucken, ob es sich lohnt, mittlerweile Runen zu benutzen für die Waffen. Ja, 100, wie viel? 148. Eieiei. Das ist eine ziemlich coole Waffe, aber teuer, teuer. Ich meine, wir sind auf einem guten Weg, aber ja, das kann im Augenblick noch keiner von uns benutzen, weil keiner von uns 21 Stärke hat. Nein, 27 Stärke hat. Nee, ich habe keine 27 Stärke, so rum. Ich glaube, es passt auch nicht so wirklich zu meinem Charakter, eine Axt zu benutzen. Ich weiß gar nicht, ob könnte Alistair das benutzen? Er könnte das Ding benutzen. Aber ich finde, dass der Oathkeeper, obwohl er vom Schaden her schlechter ist, einfach von den Werten her besser ist. Vor allem die Gesundheitsregeneration im Kampf. Es ist zwar nur plus eins, aber es hilft. Und da das eine Haupthandwaffe ist. Ja, gut. Ja, aber plus 4 Angriff, plus 8 Feuerschaden kommt meiner Meinung nach nicht gegen diese ganzen anderen Sachen an. Nee, definitiv nicht. Ich sehe auch Alistair nicht so ganz als Axtschwinger, muss ich sagen. Das Langschwert des Templers ist auch schlechter, glaube ich. Obwohl, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich ihm das. Oder hatte ich das ausgetauscht gegen den Oathkeeper? Ich finde halt die Rüstungsdurchdringung auch ziemlich gut. Und dass Heilung bei ihm besser wirkt damit, das finde ich schon ziemlich gut. Ach, ich muss mal gucken, es ist alles so schwierig. Ich wollte eigentlich gerade mit Darien einfach nur gucken, hat Bodan. Ja, die Blutdrachenrüstung, die ist schon sehr cool. Ah ja, hat er irgendwas? Ach so, das kann ich jetzt. Doch, kann ich sehen. Ist das besser? Plus 6 Angriff, plus 6 Rüstung. Ich würde sagen, das kaufen wir mal. Ja, diese Blutdrachenrüstung ist ganz cool. Die habe ich eigentlich immer Sten irgendwann verpasst, weil er die irgendwann definitiv tragen kann. Ich weiß nicht, wie viel Stärke er jetzt hat, aber die ist halt auch recht teuer. Also das kann man machen, wenn man das Geld über hat. Also das sind 30, 25, nochmal 25. Also das sind so um die 100 Gold, die man dafür braucht für den Helm, die Handschuhe und die Stiefel. Und das Brustteil ist hier noch nicht mal bei. Ich weiß gar nicht mehr, das bekam man irgendwo anders her. Ich werde aber mal schauen, ob ich vielleicht gleich mal Stan andere Sachen verpasse auch, damit ich ihn mal irgendwie ihm mal bessere Sachen gebe. Der hat einfach nicht so. Ja. Damit er auch mal ein bisschen besser ist. So, jetzt kommen wir mal hier zu den Runen. Was haben wir denn hier? Zauberresistenz. Kälteschaden. Die Frostrunen sind schon ziemlich cool, weil Kälteschaden nicht schlecht ist. Auch so Blitzrunen sind eigentlich ganz cool. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie viele Runenplätze wir haben. Hier haben wir zum Beispiel gar keine, weil ich diese Grey Warden Dagger benutze. Ich finde halt, dass die ziemlich gut sind, aber so langsam könnte man sie mal ersetzen. Die Crow Dagger sind schon nicht schlecht. Ich guck mal, was Bodan vielleicht hat Bodan ja. Ihr und eure Ja, ja, Freunde ja. seid wirklich Ah, großartige okay. Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Das ist aber schön von dir. Ich bin mir Sehr sicher, ihr nett. findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ich wollte nämlich mal schauen, ob wir vielleicht eine. Den haben wir eben, glaube ich, verkauft, ne? Ja gut, hier ist noch so ein Crow Dagger, der aber keine. Ich überlege gerade, die beiden Crow Dagger, die ich habe, könnte ich mit
Also da waren die, der eine hatte 3 Runenplätze, der andere einen. Und ich könnte mal schauen, was ich hier so an netten Runen habe. Was gibt's denn hier? Großmeister Verlangsamungsrune. Ach, ich liebe ja diese Abkürzung. Das erinnert mich jetzt irgendwie schwer an Oblivion. Die Silberrittrunen sind halt gut gegen dunkle Brut. Dunkle Brut wird wichtig, wenn wir nach Orsama gehen. Dann wird sie wirklich sehr wichtig. Und von daher könnte man vielleicht... Oh, plus 10 körperliche Widerstandskraft. Nett. Plus 2 Schaden gegen Untote ist auch nicht schlecht. Ich überlege, ob ich vielleicht mal die kaufe. Und auch die hier. Die Verlangsamungsrune nehme ich jetzt nicht, weil das ist eine Chance, die Bewegungsgeschwindigkeit zu verringern. Aber... plus 3, plus 4 Elektrizitätsschaden, gut, oder gleich plus 5. Dann nehmen wir die mal und wir nehmen, also ich nehme am liebsten natürlich die Großmeisterrunen. Wir haben noch ein ganz klein bisschen Geld, nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen. Alles klar, so, dann müssen wir mal mit... Müssen wir mal gerade gucken ins Inventar. So, also der hat 3 und der hat 1, richtig. Können wir die ausgerüstet verzaubern oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Verzauberung? Vertauberung? Ich würde gerne etwas verzaubern lassen. Verzauberung? Ja, ich mag Sandel, also wirklich. Ach, es geht auch, wenn die nicht im... So, exakt. Das ist auch egal, das ist beides, das ist nicht Haupt- und Nebenhand, ne? Sehe ich richtig. Alles klar. Ich wollte gerne die... Okay. Die Frostrune. Die Blitzrune. Die packen wir mal hier rein, ja. Okay, wir müssen das leider immer in Einzelschritten machen. Ja, Verzauberung. Verzauberung? Ja. Ah ja, den hat Alistair ausgerüstet. Der könnte zum Beispiel mal... Er ist unser Tank. Geben wir ihm mal das. Können wir das... Ich weiß jetzt nicht, ob er das... Nehmen wir hier die Zauberresistenz rein. Haben wir jetzt beide verzaubert? Muss ich mal gerade gucken. Hat Alice da jetzt eine Verzauberung drin? Ja, hat er. Sehr schön. Okay. Gut. Und du kriegst jetzt mal die beiden Crow Dagger. Einmal den mit allen 3 Runen. Den machen wir in die Haupthand. Und den hier rein. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ob es besser ist. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht Zevran die gebe. Ne, die er hat, sind besser. Oh, genau, er hat ja ein Langschwert. Genau. Und die Dinger, die er hat, sind auch schon mit Runenplätzen, was sehr schön ist. Finde ich gut. Ja, okay. Stin, du hast ein dickes... Ja, okay. Kannst du das benutzen? Du kannst das benutzen. Aber das Ding, was du hast, macht mehr Schaden, weil das eine Einhandaxt ist, ne? Die hier. Alles klar. Ja, ist eine Einhandaxt. Okay, dann hat sich das sowieso schon erledigt. Das Ding hier braucht halt 38 Stärke. Wie viel Stärke hat es denn? 28, okay. Dauert noch ein paar Level. Oh, er hat ein Level-Up, aber wir können ihm noch Stärke reinhauen. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr Konstitution, weil er hatte zu wenig Konstitution. Und wir haben 2 Talente, das ist sehr schön. Oh ja, das ist auch gut. Betäuben von Gegnern, Rüstungstrennung ist klasse. Was war hier? 2-händige Stärke. Oh.
Ist auch gut. Okay, wir machen das, glaube ich, mal die passiven, die beiden passiven Sachen. Sehr gut. Okay. Taktik. Stan. Wir könnten ihn mal auf Schläger machen. Nee, geht nicht. Verteidiger geht auch nicht. Eigen. Er hat nicht so viele Angriffe, deswegen... Ja, da können wir lassen. Okay. Okay. Hat immer noch den... Ich weiß es nicht. Wir könnten noch mal mit Stan sprechen. Mit dem haben wir noch nicht so viel geredet. Das sollte man auf jeden Fall auch tun, weil Stan hat interessante Dinge zu erzählen zum Teil. Ja. Okay. Genau, wir sollten nämlich mal mit ihm über seine ganze Vergangenheit reden, warum er eigentlich in diesem Käfig war und überhaupt. Warum wart ihr in diesem Käfig? Wie ihr sehen konntet, habe ich darin gesessen. Okay. Ja, sehr schön, ihr seid der stille Typ. Nein. Müsst ihr so wortwörtlich alles so wortwörtlich nehmen? Nein, muss ich nicht. Aber ich möchte es. Okay, dann erzähl's mir einfach. Das habe ich schon. Bashera, möchtet ihr sonst noch etwas? Ja, ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Okay, warum seid ihr nach Ferelden gekommen? Um eine Frage zu beantworten. Okay, und was war die Frage? Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Okay, was ist ein Arishok? Er ist derjenige, der die Antam befehligt. Die Gesellschaft der Kunari. Okay, und... er ist also euer König. Ist zwar eine doofe Frage irgendwie, aber weil... Er ist der Anführer. Ob das jetzt König oder anders heißt, ist ja Wumpe eigentlich. Aber er ist also euer König. Die Kunari haben keine Könige. Okay. Was habt ihr dann? Wenig Geduld mit endlosen Fragereien. Ja, der Bulle ist da schon ein bisschen mitteilsamer in Dragon Age Inquisition, aber gut. Habt ihr die Antwort auf die Frage bekommen? Einen Teil davon. Okay, was war die Antwort? Wart ihr nicht in Ostagar, als die Armee vernichtet wurde? Da habt ihr eure Antwort. Okay, warum kümmern sich die Kunari um die Verderbnis? Warum interessiert ihr euch dafür? Ferelden ist meine Heimat. Ich bin ein grauer Wächter, es ist mein Job. Ganz genau. Ihr hinterfragt sie nicht. Ebenso wenig wie ich. Der Arishok sendet mich aus und ich gehe. Die Kunari sind sowieso ein bisschen schwierig zu erklären. Die Kunari stellen keine, ich sag mal in Anführungszeichen, überflüssigen oder dummen Fragen oder Sachen, die ihnen als überflüssige oder dumme Fragen erscheinen, weil sie hinterfragen in der Regel tatsächlich Befehle nicht, sondern führen sie aus. Außer es sind dann halt Kunari, die vielleicht ein wenig zweifeln an sich. Die lassen sich dann auch in Anführungszeichen heilen, dadurch, dass sie hingehen und sagen, oh, ich habe Zweifel, bitte nehmt mir diese Zweifel. Und die machen also, kriegen dann eine Gehirnwäsche. Und dann folgen sie wieder dem Kuhn und alles ist wieder gut. Und also es ist eine etwas seltsame Gesellschaft, finde ich. Und die auch nicht nur aus einer einzigen Rasse besteht, sondern es ist eine, die Kunari sind nicht nur hier die, ich habe es schon wieder vergessen, das Volk, dem Stan angehört, eigentlich nochmal heißt. Das ist immer, sie werden immer als die Kunari bezeichnet, aber eigentlich sind die Kunari das nicht die Rasse, sondern das Volk, das dem Kuhn folgt. Und es besteht halt aus verschiedensten Rassen. Also es gibt auch Elfen dort und auch Menschen. Ich weiß nicht, ob es Zwerge gibt, die dem Kuhn folgen. Da bin ich noch nicht drüber gestolpert bisher, aber es ist auf jeden Fall bunt gemischt. Gucken wir mal. Müsst ihr dann nicht einen Bericht abliefern? Doch. Okay, und was tut ihr dann immer noch hier? Ich kann nicht in meine Heimat zurück.
Warum nicht? Das spielt jetzt keine Rolle. Können wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Okay, ich möchte etwas besprechen, das ihr erwähnt habt. Gut. Sprecht. Ja, das reicht. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Wie ihr wünscht. Lasst uns gehen, genau, ja. Leider können wir mit ihm... Oh, eins, plus eins. Also bis Stan mal so ein bisschen zustimmt, vergeht sehr viel Zeit. Bei Stan ist das auch echt hilfreich, dass man ihm Geschenke geben kann. Ich weiß nur gerade wieder nicht, welches irgendwie... Also bei Stan hatte ich wirklich Probleme... Ich weiß nicht, ob der Drache nicht, weil die haben eine gewisse, sehen eine gewisse Verbindung zu Drachen. Ich guck einfach mal. Vielleicht ist die Stammelshalskette auch was für ihn. Ich bin mir nicht sicher. Ich gebe ihm mal die Drachenstatuette. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie unerwartet. Oh ja. Hab Dank. Das war gut für ihn. Ja, das ist alles keine Geschenke. Das ist, ja, ein Schlüssel zum Schlafzimmer ist kein Geschenk. Ich weiß nicht, wieso das hier drunter auftaucht, unter andere Sachen, aber es ist eigentlich ein Questgegenstand, aber gut. Nein, das ist sicherlich nicht das Richtige. Das auch nicht. Das definitiv nicht. Der ist auch für jemand anderen. Das Bier auch. Oh Mann. Keine Ahnung, ob das für ihn ist. Stammeshalskette. Ich glaube nicht. Der gefundene Kuchen ist definitiv kein Geschenk für... Also es gibt Kuchen, die man kaufen kann und die man den Leuten sozusagen in den Mund stopfen kann, um sie für sich zu gewinnen. Das ist aber nicht so... Manchmal reicht es schon. Gucken wir nochmal. Ja? Vielleicht können wir nochmal etwas mit ihm besprechen. Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Okay, nein, können wir nicht. Na gut. Also gut. Ich versuch's nochmal. Sprecht. Nee, mit ihm können wir gerade nichts besprechen. Das ist sehr schade. Aber das dauert tatsächlich eine Weile, bis wir mit Stan etwas mehr können als nur so marginale Gespräche führen. Stan ist echt schwierig in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob wir mit Morrigan... Das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, ach, wir können doch mal Garion hier. Yeah! Ja, sehr schön. Streichel mir ihn. Ich mag ihn einfach. Er ist ein niedlicher Hund. Auch wenn er nicht niedlich aussieht, aber er ist schon sehr niedlich. Gerade weil er nicht so standardniedlich aussieht. So, jetzt gucken wir mal. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal wirklich mal Stan mitnehmen. Aber vielleicht sollte ich... da sollte ich dann seine Ausrüstung was ändern. Ne? Okay, wir nehmen auf jeden Fall Morrigan mal mit. Wir nehmen Alistair mit, weil er unser Tank ist. Und wir nehmen mal Zephron mit. Und wir gehen mal... Gehen mal, was ist hier? Bürgerkrieg. Da gehen wir mal hin. Es liegt eh auf dem Weg, wo ich hin will. Okay. Bewegt eure Asche von Benthelmens Land. Wir beugen nicht das Knie vor Loghain. Loghain ist der Regent. Er fordert eure... Wir sind keine orlesianischen Speichelecker. Wir schulden niemandem unsere Gefolgschaft. Verschwindet! Nehmt ihre Länder gewaltsam ein, Männer! Auf Befehl des Regenten! Können wir... Okay, ja, die sind echt... Also, Loghains Leute sind echt, ne? Ja. Okay, derzeit nicht möglich. Ja, schade. Alles klar, das müssen wir mal ein bisschen anders... Wir können die auch jetzt nicht anders positionieren, ne? Da war was. Gucken wir mal gerade. Morrigan, du kannst Dinge tun. Du kannst dir eine Rüstung anwerfen und die Frostwaffen. Und dann machst du einfach mal Fluch der Verwundbarkeit auf den. Und
Wir gehen einfach Doppelschlag und dann gehen wir einfach auf den los. Und du gehst auf den, denke ich. Das passt. Und du hast auch irgendjemanden im Ziel. Nur Hundi nicht. Alles klar. Hundi könnte dahin gehen. Gucken wir einfach mal, dass wir hier den Leuten helfen, die... Wir kloppen einfach einen nach den anderen runter und die gehen auch automatisch eigentlich auf den nächsten Gegner, wenn es geht. Und wir gehen mal hier auf den, weil der sonst hier den wirklich platt macht, was blöd wäre. Ja, nee, zu viele Gegner. Zu viele Gegner. Quest aktualisiert. Du hast Loghains Truppen abgefangen und zweifellos seinen Plänen geschadet. Kehre zum Kirchengremium zurück und berichte von dem tragischen Verlust. Das war Anschlagtafel des Kantors. Das habe ich gar nicht... Diesen Loghain-Emporkömmlingen haben wir es gezeigt. Jawohl. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Morrigans Stufenaufstieg, also... dann wir den im nächsten Kampf haben. Okay. Sie hat... Ah ja, sehr schön. Wir gehen mal 30 Magie und... Ja. Ja, sie ist auch auf Geistheiler im Augenblick. Aber mit Stufe 14 werde ich sie... Mal gucken, worauf packen. Arcana Krieger wird Win, das ist sie einfach, aber ich überlege tatsächlich, Morrigan auf den Blutmagier zu packen, dann kriegt sie auch so fiese Flächenzauber. Kältekegel mag ich nicht. Kraftfeld finde ich eigentlich ganz gut. Fluch des Gebrechens ist auch nicht schlecht. Oh, das ist gut. Fluch des Gebrechens ist gut, weil das auf alle, sich auf alle bezieht, die auf alle Gegner in Reichweite. Todesmagie ist auch ziemlich cool, weil sie dann sich selber heilen kann. Mein Problem ist, ich will halt zum zermalmenden Gefängnis und darum muss ich den Schritt machen. Ja. Gehen wir. Nicht, dass es schlecht wäre, das Kraftfeld zu haben. Das ist, damit kann man jemanden ganz gut schützen, der sonst vielleicht Schaden nehmen würde. In einem Kampf. Also es ist schon ganz gut. Es ist halt, sind halt gute Support-Fähigkeiten. Gucken, ob hier noch irgendwo... ja. Gut. Dann gehen wir mal hier zum... Ja. Das sind die Frostgipfelgebirge. Das ist der Sultja-Pass. Wir haben so viele DLCs noch. Also das ist DLC, das ist DLC. Soldatengipfel ist DLC. Und das ist Osama. Ich wollte schon wieder Ogrimmar sagen. Ich wollte eigentlich ganz gerne den Sultja-Pass als nächstes machen. Kriegen wieder einen Kampf. Es lädt schon wieder so lang. Kampf oder Begegnung. Wie gesagt, es kann auch eine Begegnung sein. Das sind diese Zufallsbegegnungen, Kämpfe, was auch immer, finde ich halt immer kacke. Eine Abscheulichkeit. Nein. Okay. Wir machen mal Mal des Todes auf die Abscheulichkeit. Du stürmst mal auf die Abscheulichkeit. Du machst mal... Was war es nochmal? Fluch der Verwundbarkeit auf die Abscheulichkeit. Du greifst einfach an. und du könntest verkrüppeln auf die Abscheulichkeit machen. Das ist sehr gut. Gib den Befehl. Weil der ist schon ein bisschen... ne? Der hat schon ein bisschen was drauf. Das ist dann... Geistschlag. Irgendwelche Befehle? Ich glaube, ich muss noch mal einen Magier richtig als Hauptcharakter spielen. Ich habe das mal so ein bisschen angefangen, aber nicht durchgespielt. Ich hätte wirklich Bock, das mal zu machen. Das hat doch jetzt ganz gut geklappt. Ja.
Feldspatring. Okay, der ist nichts Besonderes, aber der gehörte vielleicht... Okay, Renold. Renolds Tagebuch. Ja. wo könnte ich nur sein? Ach, die Gemeinschaft der Magier. Du hast Renolds Leichnam und die Abscheulichkeit, die ihn getötet hat, gefunden. Sein Tagebuch erzählt von seinen letzten Tagen. Kehre zur Gemeinschaft zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Kodex-Eintrag. Renolds Bitte. Wer diese Notiz auch findet, den flehe ich an, meine Aufgabe zu vollenden. Ich bin Renold, Meistermagier und Mentor des fehlgeleiteten Namen Heshir. Mein junger Schüler hat sich unbeschreiblicher Magie gewidmet und ich habe geschworen, ihn deshalb bis ans Ende der Welt zu verfolgen. Wenn ihr dies lest, hat mein Schüler die Oberhand gewonnen und bereits meinen letzten Atem geraubt. Ich bitte euch, in diesen alten Wald der Elfen vorzudringen und der Bedrohung durch die Abscheulichkeit, zu der mein vormals geschätzter Schüler geworden ist, ein Ende zu bereiten. Falls ihr das tut, so behaltet zum Dank den Feldspatring, den mein Schüler am Finger trägt, und möget ihr nie so eine vollständige Niederlage erleiden, wie ich sie mir nun, da ich dies schreibe, eingestehen muss, Renold. Beileidsbrief von Blackstone. Oh. Mhm. Ja, das ist, okay, das war dann, sag ich mal, eine Begegnung, die... Ja. Eine Quest gelöst hat, die wir gar nicht hatten. Aber ist okay. Ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut, denn in der nächsten Folge gehen wir dann hoffentlich endlich zum Sulchas Pass und machen dann einen DLC. Und irgendwann danach kehren wir natürlich auch wieder nach Denerim zurück. Aber ich finde es halt so furchtbar, immer nur an einem Ort zu questen. Es reicht schon, dass man das in Brazilian Forest, also im Brazilian Wald und in Orsamar wirklich machen muss, weil es einfach anders keinen Sinn macht, auch von den Quests her. Aber Denerim ist ja so ein bisschen so ein Punkt, an dem man immer mal hingehen kann. Und deswegen nutze ich das jetzt gerade, um dann auf jeden Fall die DLCs zu machen, soweit das sinnvoll ist, beziehungsweise die DLCs eigentlich alle zu machen, bevor wir mit der Hauptgeschichte weitergehen. So, dann, wie gesagt, ich mache jetzt einen Cut, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit damit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!